So, da sind wir wieder ganz allein. CO2 ist gegangen, ist aber nicht so wild. Wir haben eine Aufgabe bekommen, wir sollen eine Enderman-Seele fangen. Können wir gerne machen. Nebenbei müssen wir wieder das hier machen. Denn ich würde mir gerne hier noch zwei Seeds dazu holen. Oder ein paar mehr, mal schauen. Bei Draconic, ja, da brauchen wir doch ein bisschen was. Und ich muss mir überlegen, wo wir das hinbauen. Ja. Genau. Na los. Wachset meine Pflanzen und gedeiht. Und wir können ja dann mal ein bisschen rumgucken und eventuell den Melvin ein bisschen trollen. Denn, oder was heißt ein bisschen ein großes Stück? Denn der Melvin kommt immer bloß für eine halbe Stunde online. Das müssen wir ihm heimzahlen. Das müssen wir ihm heimzahlen. So, jetzt müsste ich einen Seed herstellen können, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Jetzt gucken wir aber mal nach einer Watering Can. Die ich habe, ist nicht so gut. Reinforce. Die da. Wir haben ja einen Nether Star, dann stellen wir die jetzt auch einfach mal her. Ja, gut, ne? Was soll ich dazu sagen? Guckt es euch an. Geht besser als mit meiner. Die Fets, die behalten wir. Und schon haben wir den letzten Seed. Nee, stopp mal. Ich brauche noch 7 Stück davon. Ich habe ja gar keinen Draconic mehr. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins ist hier noch drinne. Sehr schön. Et Draconic. Und der letzte Seed. Ja, von den Dye Seeds müssten wir eigentlich auch noch welche herstellen. Jetzt muss ich selber gerade gucken. At Mystical. Das waren ja diese bunten. Die. Nee, die waren es nicht. Wie sehen die denn aus? Ach, DY. Okay. Mystical Flower. Machen wir das einfach so. Kann ich die Seeds nicht anders herstellen? Lol. Okay, und was mache ich aus den Dingern dann? Ich habe keine Ahnung. So, wir brauchen auf jeden Fall noch Blaze Rods. Blaze
ist schon Enderman. Gut, 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 gut. Den schaffen wir ganz kurz zu CO2 rüber. So, hier ins ME rein. Dann das da. Kann ich das hier herstellen? Nein. Mir fehlen der da. Mir fehlen dieser. 1, 2. Okay. Eins, zwei, drei. So. Und dann brauchen wir Enchantment Books. Den da brauchen wir. Ja, da müssen wir noch ein paar Bücher herstellen. 2 Stück insgesamt. Ich hoffe, CO2 nimmt es mir nicht übel. Ich brauche Lapis. Das brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Ich brauche bloß das da. Und das da. Dann einmal alles da rein. Ernsthaft. Das war's nicht. Das da. So, da haben wir das. Und dieses Gerät brauchen wir noch. Was fehlt? Redstone Blöcke. 1, 2. Eine Uhr. Oh. Okay. Das hat er alles. Wie viele Nether Stars haben sie? Eins, zwei. Genau. Das haben wir. Das hier fehlt noch. Und jetzt können wir das Ei, glaube ich, herstellen. Nein. Okay, dann holen wir uns alles das raus, was wir auf jeden Fall jetzt schon mal hergestellt haben. Also das, 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 das. Und für hier. Das, den Rest können wir ja hier lassen. Was haut denn hier die ganze Zeit? Ach, das ist hier das Teil von der Dingsbums. Genau. Von Zuckerrohr. So, das ist Dark Utilities. Mit der Mod möchte ich natürlich auch noch mal anfangen. Denn hier gibt es ja auch ein paar schöne Sachen. Sleep Charm kann man nicht craften. Was ist das? Gut, Wizard Dust Block, Wizard Dust Bricks, kauft, bla bla bla. Sneaky Block. Ach du Scheiße. Was?
Turm. Pluton Charmed. Null Charmed. Was macht der? Grant a one-hit Chaos while in the inventory. Alles klar. Ja gut, dann müssen wir damit nicht wirklich unbedingt anfangen. Wie möchte ich jetzt eigentlich meine Insel weiterbauen? Das ist die nächste Frage. Und was werden wir uns hier hinsetzen? Was setzen wir uns hier hin? So, jetzt brauchen wir erstmal Grasblock. Jetzt will ich mal gucken, wie gut die ist. Okay, das sah gerade etwas merkwürdig aus. Und die ist ja aber mal sowas von geil. Das fetzt. Die fetzt ja. Wachset, meine Blümchen. Wachset und gedeiht. Nein, Spaß beiseite. Das kann erstmal alles da rein. Ja. Mit was machen wir weiter? So, Bücher. Haben wir da was hier drin? Archiv und Books. Das hier muss ich auf jeden Fall erstmal öffnen. So. Dann können wir nämlich hier bei den Achievements gucken. Kohlegenerator. Der ist da. Und wieder ein Achievement. Oh, da waren wir zu weit. Maxor Adicent. Okay, den haben wir zwar schon. Aber den craften wir trotzdem nochmal zur Not. Kostet uns ja nichts. So, das ist Nummer 1. Und jetzt das hier. Habe ich Coffee Seeds? Habe ich Kaffee Seeds? Ja. Meine Gießkanne. Wo bist du, gutes Stück? Nein, die nicht. Da haben wir sie. Ja, da haben wir das Achievement schon. Wir machen gleich mal ein paar mehr, vorsichtshalber. Ja, weißt du, was wir das noch brauchen? So, und dann war noch irgend so ein merkwürdiger Block. Ich glaube der, wenn mich nicht alles täuscht. Kaffeemaschine und dieser Block. Ja, das ist genau der.
Okay, die Leaves haben wir schon mal. Das hier müssen wir natürlich wieder herstellen. So, dann einmal das da. Okay, rote Farbe. Rote Farbe. Das war eine rote Orchidee. Eins davon brauchen wir. Stopp, wir brauchen alles doppelt und dreifach. Ja, wir brauchen das zweimal. Also zwei rote Farbe, zwei Redstone. Zwei Nether Bricks und zwei Clay Bricks. Nether Bricks. Clay Bricks, die brennen uns ganz schnell. Ach Gottchen. Das da. Achso, und rote Farbe brauchen wir noch einmal. So, und dann geht's einmal hier runter. Das, 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 das und das. Das, 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 das und das. Ich hoffe, das hat jetzt geklappt, ja. So. Wenn nicht, machen wir einfach nochmal ein Bildchen. So. Und wir haben das Teil. Und wir haben den Block. Was kann der? Live Eating Generator. Okay. Das sagt mir gar nichts. Und wir machen noch schnell die Kaffeemaschine. Höhöhö. Nix da mit Kaffeemaschine. Oh, neues Achievement, sehr schön. Kaffeemaschine. Hä? Ach so. Gut, ich dachte schon, ich habe jetzt einen Fehler gemacht. Das müsste ich sogar noch haben. Ja. Schuh, das war's aber auch schon mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns zum nächsten Video. Tschüss.